klein so machen und dann einfach in die Bowl rein oder einfach in Reis rein allgemein. Schmeckt, ne? So knusprige Algenblätter. Die peppen das Gericht nochmal auf. Man darf nur nicht zu viel essen. Das ist sehr, sehr salzig. Wie war es Amsterdam? Ich habe da 3x3 Basketball mir angeschaut. Das war sehr cool. Von Amsterdam selber habe ich jetzt nicht so viel gesehen. In der Nähe vom Hauptbahnhof haben wir irgendwo gegessen. In so einem Haus, wo man dann den Kanal sehen konnte mit den ganzen Booten. Das war sehr, sehr cool. Money Pengo. So. Was? Und ich habe J2. J2 Elise. So. 3 Eldritch Early. Genau, was können wir spielen? 2-5. Ja, schick mir gerne mal privat den, ja, dann schaue ich mir das mal kurz an, wenn du möchtest. Volks League Worlds? Nicht wirklich, aber so Halbfinale würde ich schon schauen. Sekunde. Sind wir hier, Chat? Nur eine Cloak, ne? Ich habe nur eine Cloak. Ich habe 4, 6, 8, 9, 12. 12 Gold. Dann könnte ich noch Doppel Warwick mitnehmen, vielleicht. Oder actually Doppel Jacks behalten können wir. Okay, wir haben gerade in einem Glove Quicksilver mal. Cool. Cool. So, was sind wir hier, Chat? Ich hab Glove Cloak. Das sieht ein bisschen doomed aus. So. So. Ich glaube, ich könnte das hier noch rerollen einfach. Oh Gott. Ich habe keine Items für Jill. Was sind wir jetzt hier? Welche Shapeshifter kommt, würdest du aktuell am ehesten spielen? Also wenn du 8 Shapeshifter erreichen kannst, ist das relativ stark. Jetzt zur Shapeshifter kommt Hard Force, habe ich jetzt nicht viel gesehen, aber ich habe 8 Shapeshifter öfter gesehen. Shapeshifter sind ja auch ganz gut early Midgame und so. Ja, hallo Pengo, hallo Zeto. Eine Idee, wie man den Relog-Bug gefixt bekommt. Was meinst du mit Relog? Du bist in-game, dann musst du reloggen, dann klappt's nicht, oder was? Hallo Abel Schorle. Also, beim 11k auch noch, whatever. So, hallo Knöter. Sollte ich grundsätzlich Level 8 rollen? Weil oft denke ich mir, ich habe genug HP und Gold, um Level 9 zu pushen und dann zu rollen. Aber dann sind teilweise meine News auch schon aus dem Pool von denen, die Level 8 rollen. Also, wenn du Contest. Also Level 8 rollen, so. Also wenn du dir unsicher bist, empfehle ich dir einfach Level 8 zu rollen. Und wenn du dir nicht unsicher bist, dann guckst du halt, ob oh mein Gott, warum habe ich Elise nicht auf meinem Feld? dann guckst du, ob du genügend HP hast und Gold hast, um Level 9 zu erreichen. Ja, das kannst du am besten machen, dieses Level 9 pushen, insbesondere wenn du bereits deine Carries und Tanks zumindest auf Level 1 hast, ne? Zum Beispiel bei Kalista Rakan kannst du oft auch 9 pushen. Du hast Kalista Rakan 1, hast gute Items, hast genügend Gold und HP, hast auch eine, die du auf Level 9 bereits spielen kannst, ne? 7 Fairy mit Emblem oder Bard, Morgana und so für Preserver, dann kannst du von da aus auch Level 9 gehen. Du spielst andere Team-Comps, dann musst du, glaube ich, meistens schon eher Level 8 rollen. Aber wie gesagt, du bist unsicher, roll erstmal Level. Und dann nach und nach wirst du sehen, oh, da wäre ich schon stark genug gewesen. Beim nächsten Mal pusht dann halt dann eher 9, ne? Ja.
Leute. So. Okay, was habe ich jetzt? Ich habe Glove Cloak. Was ist meine Gegner überhaupt? So, der ist Wukong, der ist der hat Archangel, der ist Kassadin anscheinend, aber Rage Blade, Risky Moves, der ist Kalista auch vielleicht. Der hat Branching Out, Frost wahrscheinlich. Shoshin, das sind wir. Ich bin Second Pick. Fuck my life, ich hab Love Cloak. Der Love und Cloak. Was sind wir hier, Chat? Slipperino hier. Stoneplate? Danke der Agu, danke auch für 11 Monate. Danke auch für fast ein Jahr bereits, ne? Moin Meister. Moin Meister. Oh, Chat, seid ihr gut drauf, Chat? Seid ihr gut drauf? So. Könnte Akalien so spielen, ne? Akali Nil oder so, notfalls. Ich chill nochmal kurz. So. Na, Eldritch Game? Nee, danke. Nur mit Hyrule. Nur mit guten Start. Ehrlich, deine Suppo. Danke auch für 38. Kleiner 3D auch, ne? Danke für mehr als 3 Jahre bereits. Braucht man schon einen guten Start und Emblem und so, School Mascot, denke ich. Aber ich habe halt meine Streak mehrfach verloren gegen diesen Warwick 3-Spieler da mit Rapid Fire Cannon. Das war auch ein bisschen RIP. Das war auch ein bisschen Ripperino leider. Vielleicht sind wir Full Warrior. Mal gucken, mal schauen, mal schauen. Schauen, mal schauen, Chat. So. The voice. So. Danke dir, Exiler. Danke auch für 22 Monate. Ich bin auch einmal für dich, ne? Aber wenn 8 Shape Hits, halten die echt gut was aus. Ja. Also ich habe gesagt, ich habe also Shapeshifter Hard, also Force, das habe ich jetzt nicht gesehen, aber wenn du zu 8 Shape kommst, das ist ganz nice. Und du kannst ja immer Shapeshifter Early erstmal spielen und dann kriegst du Stage 3, 2 vielleicht ein Shapeshifter Emblem oder kriegst du mir am Anfang schon eins und dann kannst du halt auf 8 Shape spielen, ne? Gibt es Cheater an TFT, dass man sich Units in den Shop cheaten kann oder so? Nee. So. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pop kann ich auch noch mitnehmen. Ich hätte Remover nicht benutzen können. Ich habe auch gar kein Item vergeben. Okay, was spielen wir, Chat? Was spielen wir? Ich glaube, wir spielen Warrior hier oder so. Ja. Warrior und dann. Mal keine Nila, dann später swappen. Fuck, Anton. So. What is. Chill kurz, ich hab gar keine Items. Ich hab gar keine Items, irgendwas.
habe gar keine Items für irgendwas, Chat. Ja, let's go. Sieht stark nach Warrior aus. Stark nach Warrior aus, Chat. Was sind wir? Death Cloak, Changing Glove. Alter, sind wir da fucking doomed. So, I guess wir sind Warrior, ja. Haben wir es auch geklärt, Chat. Haben wir das auch geklärt? So, wie mache ich meine Items am besten? Ich mache BT, habe ich Chain Chain Gloves. Fucking doomed. Ist fucking doomed. Infinity Edge. Ist auch Warrior. Reno Chat. Das ist ein Vintage Slam oder so? Zuerst? Ein Vintage Slam zuerst vielleicht. So, suchen Bam Bam Bam, Morgana, Bart, Milo kann ich auch spielen. Kann raus, kann raus. Oh mein Gott, I'm trolling. Vergessen. Fight gewinnen kann. Shit, hätte ich Fight gewinnen können, Chat. Fuck, I'm trolling. Fuck, I'm trolling, Chat. BT und dann. Oh, BT, einfach. Fuck, am I doing? What the fuck am I doing? 3, 5, 7. Okay, ich komme ja auch auf 50 Gold, ne? What the fuck am I doing, Chat? Hallo, hallo. Ohne Fried Chicken. So. Chain erstmal. Titans. Chain Titans. Ja, Doppelt Titans vielleicht. Glaft. Jult Gauntlet, Gwen. Was in der Richtung. Ich hätte nicht doppelt Chain Slam, sondern ich muss gleich Titans hier geben, oder? It's okay. It's okay. Wie hätten wir letzte Runde gewinnen können? Ja, Kali belebt, killt den. Killt Nomsi und dann killt sie sich wieder voll, ne? Danke dir, Echo. Danke für 18 Monate. Und ich habe ich gerade wieder 2 LP Master gated. Glückenstirne zum Master. So. Einheiten suchen wir keine. Items suche ich Bow. Bow, Rot. Bow, Rot. Ansonsten noch eine Glove. So halt Damage, ne? Oder Beth. Haben wir Bow, glaube ich, erstmal. Ein Chain los sind. Noch eine Chain, genau. Crown Guard sein. Deine, so, dann der Echo. So, all you, ne? Danke dir, Schlinge. Deine Sanix. Danke auch für 40 Monate. Und Meister. Danke auch für mehr als 3 Jahre bereits. So, hallo Tyse. Und ja auch Chef. Hallo Nabi. So, ich hab reingetrollt und muss jetzt. Chain. Cool. Random Emblem Kappa. No Kappa. Hallo, nur ein bisschen. Ist nicht so wirklich, also. Ja. Nur ein bisschen. So, der Seraphine 200 HP Winstreak. Let's go. Go, Chat. Pardon for me, thank you. Ah, ich glaube, das. Wobei, Gwen ist sau gut, ne? Gwen ist sau gut. Chase macht auch 2k. Da mal raus, vielleicht. So.
kriegt man jetzt jede Stage Remover. Du kriegst immer einen Remover in der neutralen Runde, falls du noch keinen hast. Deswegen kannst du neutrale Runde einfach den benutzen danach. Und dann ja, kriegst du einen Remover, sobald du die neutralen Einheiten killst. Danke dir Silver Trash, danke auch für 35. Danke auch für deinen Twitch Prime, ne? Moin Meister, dann den Marco, danke auch für deinen Sub. Danke fürs Lurken. Master wird abgegeben. Ja. Viel Erfolg dir, ne? Also viel. Ja. easy peasy. So, boom, 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 boom. Red Emblem auf Morgana. Morgana. Hier ist so eine Rolle. So, Warrior hier. Gauntlet hier for now. So. So. Cool. Sind die Items, die man bekommt, eigentlich komplett random? Nein. Armory Forge wäre gut, ja. Eins, zwei, drei. Ist gar nicht so bad, ne? Auf sehr viele meiner Einheiten. Jeez. So bad? Aber Epitaph kann es aber besser sein, ne? Ich glaube, einmal besser vielleicht. Titans, BT, Chain with Forge, Titans for now, I guess. So, they're taking out. Let's go Level 9, denke ich. Die Server rein. 3, 5, 7. Bar 2 ist Bar 2, ne? So, jo, danke dir, Bariko. So, die Items sind nicht random, ne. So, Sekunde. Items sind nicht random. So, jeder Spieler startet mit einem Itembeutel. In dem Beutel ist jede Komponente, bis auf Spatler und Pen, einmal drin. Also es ist, jeder Spieler hat in seinem Beutel jeweils ein Bow, ein BF, eine Glove und so weiter. Und dann Stage 1 ziehst du dann aus diesem Beutel 1 bis 5 Komponenten. Also kommt an, wie viele. Und sagen wir, du ziehst Tier, BF, Bow. Das heißt, dann im Beutel ist dann weder Tier, BF noch Bow dran, der Rest aber schon. Nach der Karussellrunde wird dann von jeder Komponente wieder eins aufgefüllt. Das heißt, du hast dann eine Tier, ein BF, ein Bow und die anderen Komponenten zweimal. Und dann Stage 2, 7, neutrale Runde ziehst du dann wieder aus diesem neuen Pool dann. Und das geht dann immer so weiter. Ja, jeder startet einen Beutel mit jeder Komponente einmal.
Und du bekommst jede Komponente einmal zurück nach dem Karussell. So. Hoffe, es war verständlich. Also, danke des Shorthand. Danke auch für 36 Monate. Danke auch für 3 Jahre bereits, ne? Danke dir auch, Schlingel. Hallo, Secondhand. Hallo, Jens. Wieso performt Teil für eigentlich so gut, trotz Waste AP Stat? Also, ich hätte Sterak gern gebaut. Aber ich nehme an, Titans ist okay auf Yoho oder nicht? Titans ist okay, ich ja. Titans geht so. Sterak wäre eigentlich schon besser. Sterak wäre eigentlich schon besser. Aber ich hatte weder Berf noch Welt. Könnte ich es nicht bauen. Ja, Sterak geht so. Okay, ich. Also, je later das Game, desto wahrscheinlich ist, dass ich etwas bekomme, was ich noch nicht hatte. Das ist korrekt, ja. Betonung auf wahrscheinlich, ne? Nicht 100%. Boom, boom. So, alle teils mit den ganzen Regeln TFT braucht man einen PhD. Ja, das Ding ist. Ja, also viele Sachen muss man auch nicht unbedingt wissen da. Ne? Die sind nett zu wissen, aber die sind jetzt nicht grundlegend, also verpflichtend zu wissen. No. Roll ich zweimal? Ne, verdammt, tue ich nicht mal. Das hört sich jetzt nicht so geil an. Zieht man dann bei zum Beispiel Grabpack aus diesem Beutel? Nein. Nur neutrale Runde, zieht aus dem Beutel. Zieht aus dem Karussell, Augmenten und so. Anderen Sachen bekommst du, egal. Nein, den Itembeutel nicht. Dem die Item-Drops in der neutralen Runde basieren. Hallo, Holla, guten Tag, Solo. Denkst du, Akali 3 kann funktionieren? Ja, Akali 3 und dann plus noch Cassian 3, Nila 3 oder sowas in der Richtung. So. Let's go. Was würdest du empfehlen zu spammen? Also, Soraka, Seraphine, Mage, Reroll ist sehr einfach. Ansonsten hier noch Kalista, ja. Das sind die. Ich würde sagen, das sind zwei der besseren Teamcomps. Und das sind auch zwei, also zwei der einfachsten zur selben Zeit. Deswegen sind die auch relativ gut, denke ich. Weil damit kannst du nicht so viel falsch machen, wenn du es einmal verstanden hast. Hallo? So. Noch eine Hodge, fuck it. Hat auch 6 Warrior oder so, ne? Mit Little Buddies. Ich denke, Little Buddies ist gut. Man hat irgendwie 3 Tier 2 Units und man hat sehr viele Tier 4, Tier 5 Units. Oh mein Gott. Mother du alter Troller. Das ist Rice mit Border Emblem ist auch sehr einfach. Na gut. Das ist das Stichwort, ne? Muss das Emblem hitten. Für Kalista und Soraka Seraphine brauchst du halt kein Emblem extra. Deswegen ist, ja. Mal Level 9 gehen, Buddy.
Whatever. Kommt nur noch auf 20. Na, das kann auch raus. Warum kein Ragebait mehr auf Kassa? Also Ragebait war davor auch halt okay. Also, okay auf Kassa, ne? Du kannst auch Nashor Tufe und sowas bauen. Titans scheint ganz gut auf ihm zu sein, weil Titans AP wohl wieder gebufft wurde. Ein Healing-Item war schon immer gut. Das letzte Item ist, glaube ich, offen. BT Titans plus 1. Ja, das, was Grovas auch schreibt, vielleicht. Ja, also, damals hat man auch schon, also könnte man auch was anderes bauen als Rage später wie. Da gibt es mehr Optionen. Gibt es mehr Optionen. So. Oh, ich hätte bestimmt auch irgendwas hier drei machen können. Scheiße. Scheiße, Chat. Ich komme Level 9 nicht mehr, wenn ich dann verkaufe erstmal. Wenn es hier Sterax gibt, nehme ich das mit. Erst wenn es hier Morgana gibt, nehme ich auch mit. Habe ich noch kein Healing wie du es, Chat? Oder troll ich? Rhetorische Frage. Bum, 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 bum. Wenn die smarte Chat 16.000 Schaden, ist so, it's okay. Könnte besser sein. So, ich habe noch kein Healing wie du es, ne? Nur Kata, ja. Erst müssen Healing Reduce mitnehmen. Oh, das fühlt sich nicht gut an. Okay, ich gebe es Briar einfach, glaube ich. Springt in die Backline. Wir können 5-1, glaube ich, Level 9 gehen. Schluss. Ist auch nicht wirklich. Auch nicht wirklich. Halt die erste Time Clench Ulti dodge, ne? Ich habe die erste Time Clench Ulti gedodged. Könnte schlimmer sein. Könnte schlimmer sein, ja. Mist. Jetzt können wir. Ist okay, ich muss eine Runde greeden. Aber jetzt können wir Level 9 gehen. Dann Rapala, danke auch für 11 Monate. Danke auch für fast ein Jahr bereits, ne? Moin Meister. Wie gesagt, war es mit einem Titans? Ja, wenn ich hier Sterix bekomme, würde ich swappen. Instant, ja. Kann gleich leveln. Eine Runde überleben. Eine Runde die Streak mitnehmen. Alter Griefer. Mordok, du alter Griefer. Nice, sehr viel gedodged. Briar Ulti. Miss Wukong 3, Ripperino. Ripperino Führer. Wir fing. Boom. Okay, boom, boom. Wenn du auch AI-Update, Quinn ist ziemlich schlau, ja. Mittlerweile wieder. Und Fiora ist auch nicht mehr so dumm, ne? Fiora war verbuggt, glaube ich. Die hat permanent Ulti gemisst. So. Ein Sterax. So, dann der Flobelix. Danke auch für 29 Monate. Danke auch für mehr als 2 Jahre breit, ne? Titans Touch sind besten Slots. Mein T-Late? Okay. Gut zu wissen, ja.
Mein Meister. Jora Bitis Derax scheint zu sein. Hm. Ja, potenziell. So. Der Risch ist gut gegangen und dann Level Up nächste Runde. Nicht gedodged. Also ich verliere, komme auf 14 der 2, ne? Ich kann potenziell 2 Leben haben noch danach. So, Morgana, Rakan rein. Morgana für wieder. So, ich denke 2 Krone ist schon nicht schlecht. Der Krone an sich schon ganz okay, glaube ich, oder? 2 Pyro ist egal. 2 Shape ist okay. Let's go, Chat is the first for me. Hallo? Oh. Oh, ich muss Rakan weglassen, glaube ich. Wer einen Charm rollen kann. Oder Charm, voll gut. Oder Charm, Chat, voll gut. Cooler Charm, voll gut, Chat, Rakan Ulti. Hero Ulti. Wann hat er geintet? Boom, boom, fuck my life. Ich muss irgendwie die Fiora snipen. Meine Fiora muss seine Jinx snipen, so. Mein Charm war aber auch einfach bad, ne? Besten Charm, wir gewinnen. Ich glaube, Briar muss raus. Ich einen okay Charm rollen kann. Ich meine, ich greife Wukong nicht direkt an, ne? Ist auch nicht schlecht. Hier erstmal den Rest seines Teams. Eigentlich ganz gut. Jo wird halt von Jinx gekillt. Jo, ein Ulti, come on. I love you. Boom. We are being chilling. So, Chat. We are being chilling, Chat. Let's go.